Du bist gestorben. Und bist du hier aufgewacht. Wie wir ja auch. Also, sterben scheint definitiv nicht besonders gut fürs Erinnerungsvermögen zu sein. Hast du noch was zu sagen? Were you looking for that map? Ja. Wonderful. Then you're fascinated by maps, just like me. Sie sind praktisch. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. Sehr schön. What a joy to meet a kindred spirit out here. Eigentlich sind uns Karten ziemlich egal, außer dass wir sie haben wollen, um raufzugucken. Machen kannst du sie ruhig. Incredible, really, isn't it? Such a map to be chiseled in stone. Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Something about it feels wrong. Just be careful, please. Also er scheint schon mal auch ein netter Kerl zu sein. Was hier wohl doch häufiger vorkommt. Also in Dark Souls 1 fallen mir jetzt ad hoc nicht so viele nette Leute auf. Oder einen. Aber hier haben wir schon den Rüstungsschmied. Den Rüstungshändler. Der Waffenschmied ist ein bisschen grumpig, aber sonst auch ganz okay. Die Gwinnewehrfrau ist kryptisch und ein bisschen depressiv, aber hilft einem ja auch. Der depressive Mann vom Lagerfeuer, der jetzt neben dem Monument sitzt, auch einigermaßen okay. Ist nicht ganz so bissig, wie er früher war in seiner letzten Inkarnation. Ja, und jetzt er hier. Halt auch ein bisschen komisch, aber nett. Also, I'll be back in Majula soon. Perhaps we will meet again and discuss maps at our leisure. Oh, nö, danke. Und genau, die Leiche hatten wir auch in einer anderen Welt gesehen, aber da war kein Loot mehr da. Oh, ein Amber Herb, sehr schön. Versuche tot zu spielen. Ich glaube, der muss nicht versuchen tot zu spielen. Hier runter will ich auch nicht, nie. Gucken wir uns hier nochmal kurz um. Aber ich glaube, der Rest sind Sackgassen, genau. Das heißt, außer das Gebäude in der Mitte haben wir diesen Unterbereich jetzt auch erforscht. Oh, nee, gar nicht. Hier war eine Leiter. Schneller, 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 schneller. Ja, gib ihm. So. Ah, ist nur die Brüstung. Warte. Schön A-Spam, ob irgendwo Secrets sind. Da ist eine unsichtbare Mauer. Oh ne, kein Secret. Was steht hier? Hurra for Revenge. Ja, der konnte, wenn man Nahkämpfer ist, konnte der Typ eigentlich hier die ganze Zeit beschießen. Jetzt kann man sich hier rächen. Wir sind Fernkämpfer, also konnten wir schon recht früh. So, da hinten ist anscheinend ein Gebiet. Aber kommen wir von hier aus nicht hin? So, sind wir wieder hier. Okay, also ich würde gern wieder hier hoch. Und dann in dem Gebäude... Kann ich da irgendwie rauf? Versuch mal da hinzurollen. Ja, sehr gut. Und hier ist nichts. Schade. Das war eine gute Rolle. Da steht was geschrieben. Loch voraus. Ja. Okay. Aber wir brechen hier nirgendwo durch. Schade. Oh, warte mal. Versuche links und dann rechts. Links. Oh, Loot. Dankeschön, Nachrichtenschreiber. Titanit-Chart. Da. Das wird das Tor sein, was ins andere Gebiet führt. Also das Gebiet, das wir von da oben aus gesehen haben. Aber das können wir nicht öffnen. Nee. Können wir es kaputt hauen? Bestimmt nicht mit dem Stab. Nee. Geht nur der Stab kaputt. Aber das war nicht wirklich rechts. Achso, oder meinte man soll erstmal links gucken, also da lang und danach rechts zurück. Ja, okay. Trotzdem würde ich echt gerne hier drunter. Auch wenn ich nichts sehe. Also ich sehe keine Kiste oder kein funkelndes Blau. Nee. Okay. Das heißt,
dieser Unterbereich ist, abgesehen von dem Tor da hinten, abgehakt. So, das heißt hier hoch. Dann können wir jetzt zurück zum Leuchtfeuer. Und erstmal wieder Seelen ausgeben. Also, da lang. Wieder hoch, wieder hoch. So, dann geht es immer noch bei Pate weiter. Also einmal, weil wir da Ferrous Lockstone noch benutzen. Ist die Tür da hinten offen? Moment mal. Achso, aber die Tür ist zu. Das sah sehr komisch aus. Also wenn wir durch unsere Invasion in der einen Welt da, wodurch das herbeigerufen werden, irgendwas geöffnet haben, was nicht hätte geöffnet werden sollen. Ja, ich wollte zurück. Genau, also es geht bei Pate noch weiter. Also wir könnten ihn töten. Dann könnten wir Ferrous Lockstone kaufen, wenn wir 4000 Seelen hätten. Was wir wahrscheinlich sogar haben, wenn wir diese Seelencontainer aufmachen. Und wir können auch noch regulär da weiterlaufen. Wir sind in dem Gebiet ja noch nicht fertig. Wir haben jetzt nur das eine Untergebiet da fertig gemacht, damit ich es später nicht vergesse. Wobei Majula momentan irgendwie interessanter klingt. Also zum einen wegen den Menschen. Also das Anwesen. Zum anderen wegen Aufstufen. Und weil der Schmied sich inzwischen eingerichtet haben dürfte. Was ja schon mal praktisch wäre, wenn wir unseren Stab aufstufen können. Wobei, ein Tipp, den ich mir selber gegeben habe und auch euch geben möchte, stuft nur Sachen auf, wenn ihr wirklich Probleme habt, weiterzukommen. Weil ihr werdet auf jeden Fall sonst irgendwas finden, was ihr eigentlich viel lieber aufstufen wollt und ihr habt dann nicht die Sachen zum Aufstufen, weil die halt sehr begrenzt sind. Erst später im recht weiten Spielverlauf findet man die Sachen dann auch häufiger und kann sie farmen und so weiter. Momentan haben wir, soweit mir das bewusst ist, keine Möglichkeit, die Titanit-Shards zu farmen. Was schon mal ein wenig ärgerlich ist. Also ja, deswegen stufen wir nicht den Stab auf, bis wir nicht einen besseren gefunden haben. Oder ganz viele Titanit-Shards. Das heißt, wir gucken jetzt mal in das Menschen da rein. Und diese Steinkarte, die er erwähnt hat. Also hier. Housekey benutzt. Und hier soll irgendwo was Garstiges sein. Er meinte tiefer drin. Oh, ganz dicke Bücher. Oh. Dezent großes Buch. Kann man aber leider nicht benutzen. Und ich habe gerade was gehört. Oh, ein Lockstone. Sehr schön. Inventory da. Activates Pharaoh's Contraptions. Also seine Maschinen kann man damit verwenden oder aktivieren. Ferrous der Vagabund war eine Legende, der die Lande bewandert hat. Also seine Fallen und Mechanismen hat er benutzt, um anderen Menschen zu helfen. Also war Pharaos wohl ein guter Mensch? Und er hat wohl sehr viele Reisen unternommen. Und dieses Flügelschlagen hört ihr auch, ne? Oder Schaben, irgendwas in der Richtung. Also egal, was er gesagt hat, wir werden uns jetzt weiter umgucken. So schnell lässt sich Talana nicht einschüchtern. Wir haben 60 Seelenpfeile fertig im Anschlag. Secret? Nein. Im Anschlag, um alles zu töten, was wir sehen. Kiste? Nein. So. Das hier. Soll das die Karte sein? Denke genau nach. Also hier ist ein See oder eine Straße vielleicht. Wirklich viel erkennen kann man nicht. Wie bist du gestorben? Du bist irgendwas ausgewichen? Hast ganz oft auf die Nase bekommen, bist umgefallen. Ja. Hier sind mehrere Leute ziemlich. Du bist da runtergerollt. Du hast gegen irgendwas gekämpft. Also es scheint hier irgendwo, irgendwann, irgendwas zu kommen, was garstig ist. Und sehr viele Leute überrascht hat. Es werden immer mehr Blutpfützen. Oh, Skelett. Ah, hältst gut was aus. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass du das warst, der die überrascht hat.
Wobei, die Blutfetzen, die wir gesehen haben, das waren alles Nahkämpfer, die gestorben sind, ne? Ja, jemand, der nah rangehen musste. Wir als Fernkämpfer... Oh, sehr schöne Effigy. Wir als Fernkämpfer konnten einfach spammen und gut war. Also für Nahkämpfer könnten das vielleicht echt garstige Gegner gewesen sein. Oder ein recht garstiger Gegner. Vision der Trauer. Oh, noch ein Schatz. Sehr gut. Dieser Ort schon wieder? Oh, wieso schon wieder? Gibt's den in Dark Souls 1? Bist du klein, um mir irgendwie aufzufallen? Nicht hier. Trauer voraus. Oh, ich habe vergessen, vorher drauf zu hauen. Marakumu. Das wird nicht für uns sein, wahrscheinlich. Da, Marakumu. 190 Schaden, das hört sich gut an. Ein geschwungenes Großschwert, das einem fremden Krieger gehörte. Was hat das mit Trauer zu tun? Also der Name des Schwertes sagt mir leider nichts. Illusion ahead? Nee. Das ist keine Illusion. Aber wenn es keine Illusion ist, warum hat es dann 16 Ratings bekommen? Muss auch recht komisch sein für Talana. Sie sieht irgendwelche komischen Schriftzeichen auf dem Boden und den Gekritzel von anderen Parallelweltengeistern darunter, ob sie das gut fanden oder nicht. Ja. Gut, hier können wir nirgends was machen. Okay. Also das, was er gehört hat, der Archäologe, war ein Skelett. Und die ganzen Blutflecken scheinen ja echt von einem Skelett zu kommen. Oder später passiert hier nochmal irgendwas, das wissen wir ja nicht. Die Blutflecken können ja auch aus der fernen Zukunft sein. Na gut, also so sind wir hier durch. Ne, hier geht's noch hoch. Warte mal. Was war noch ein Fenster? Da ist noch eine Truhe. Praise the Sun. Ja. Schon wieder vergessen drauf zu haben. Titanenschatten mal 3. Das ist sehr gut. Und 3 Fackeln. Ja, das Anwesen ist schon mal nett. Ganz viel Loot. Hier geht's nur einmal drumrum. Ja, also das war das Anwesen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das heißt, wir können jetzt hier runter. Und können uns jetzt wieder um die wichtigen Dinge kümmern. Das heißt, in der nächsten Folge gehen wir zurück zu der alten Frau, zu dem Leuchtfeuer. Und kämpfen uns von da aus weiter durch. Falls das irgendwann so hart werden sollte, haben wir hier immer noch da hinten den Weg. Also den zweiten Weg, den man am Anfang gehen könnte. Und wir haben theoretisch auch die Seelen, um den Ring zu kaufen, um runterzuspringen. Aber ich denke, dafür werden wir noch nicht genug Lebenspunkte haben. Aber ja, haben auf jeden Fall noch gut was zu tun. Vor allem die ganzen Schlüssel zu finden für die Abkürzung, die 3. Oh, noch eine wichtige Sache. Wir haben einen Pharaoh's Lockstone gefunden. Das heißt, wir könnten da, wo die 5 Ballistas waren, oder Ballistas waren, da können wir den Lockstone verwenden und gucken, was passiert. Also bis gleich.